So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ATS, American Truck Simulator. Wir wollten, so glaube ich, uns eine Garage holen und ja, anfangen, ein bisschen LKW zu tun. Ich weiß gerade nur nicht mehr, ob wir da jetzt eine neue Garage holen wollten oder nicht. Ich hätte mir jetzt halt die Video reingucken sollen. Ah, verdammt. Wir haben 600.000, wow. Nice. Wie sieht es mit den Garagen aus? Garagenmanager sind alle voll. Unsere voll. Gut, alle außer unsere ist voll. Können wir uns natürlich jetzt mal gucken, ob wir uns einen LKW holen, Canvas. Und mal gucken, was wir da so machen können. Auch wenn ich schon ein bisschen Bedenken habe, was so die Lackierung angeht, weil da können wir natürlich nicht unsere Lackierung nutzen. Canvas, wo ist er denn da? So. Herstellerangebote. Gucken wir einfach mal Ausführung ändern. So. Wir würden auf jeden Fall schon mal das große Modell nehmen. Also das hier. Ja. Ist ja völlig klar. Du kannst mal zugehen. Dankeschön. Ja, easy. So, dann natürlich lang. Machen wir einen klassischen. Oder ein mit Lift. Ich glaube fast, wir machen mit Lift, ne? Siehst du, haben wir jetzt eigentlich bei unserem LKW mit Lift genommen? Den LKW, den wir bereits haben aktuell, der hat ja auch, genau, dort hat auch mit Lift. Sieht man immer schon bei dem Bild. Aber gleich da, wenn man. Achtung. Jetzt ist da. Aber gerade gesehen, dass die Vorderachse ein bisschen hoch steht. Und daran erkennt man automatisch Mitliftachsen. Gelenkte Achsen erkennt man in der Ansicht, glaube ich, nicht so einfach. Wobei man bei amerikanischen LKWs immer daran erkennt, dass gelenkte Achsen in der Regel keine Doppelbereifung haben, sondern halt Einzelbereifung, wie vorne halt. Was haben wir hier eigentlich schon? Da haben wir auch schon ein bisschen was. Aber eben die. Jetzt bin ich komplett raus, was ich gerade sagen wollte. Jetzt wir können einfach eigentlich mal so eine als Vorlage nehmen. Ha. Ja. Wie gesagt, Hecklenkung gibt es glaube ich bei den alten sowieso nicht. Die haben höchstens Liftachsen und die erkennt man halt daran, dass sie halt hochgelegen sind. Ungefähr so. Hada. Yeah. So. Okidoki, da gucken wir mal. Genau, das große hat die große Kabine. Wir nehmen mal den ganz starken Motor, wo er verfügbar ist. Easy. Getriebe. Drei, fünf, na, wobei der hat einen Drehmomentverstärker. Differential ist bei dem höher und bei dem auch. Da müsste also der sein mit der höchsten Drehzahl, mit der höchsten Enddrehzahl. Der hat das kleinste Differential, was ja eine Untersetzung ist. Und ja, die kleinste Ration, was auch eine Untersetzung ist. Ne? Also das sind beides Untersetzungen. Das heißt, bei 0,7 ist das also eine Untersetzung von 0,7, sprich also eine Übersetzung. Während das hier bei dem halt gar nichts wäre, weil 1,0, ne, ist halt Faktor 1, ist halt 1 so. Ne? Dann gibt es halt, ne, positive Zahlen, so wie hier. Also der niedrigste Gang hat natürlich die höchste Untersetzung, in dem Fall also 14. Und bekommt dann nochmal durch Differential nochmal eine Untersetzung von 3. Wobei die Sachen natürlich hintereinander geschaltet sind, sich also aufmultiplizieren. Das heißt, die Untersetzung von Drehzahl am Motor, also an der Kardanwelle,
zur Drehzahl an der Achse. Ich glaube, es ist bezogen auf die Achse. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, es ist bezogen auf die Achse. Ist dann halt dieses mal, also durch 14, durch 3. Ja, so, das heißt, ja, der höchste Gang hat hier das Meister. Sollte also das schnellste Getriebe sein. Tja, Innenleben. Erstmal gucken, Innenleben und so, ist ja überhaupt wichtig, was wir überhaupt als Lackierung benutzen. Wie gesagt, Hatsune haben wir hier, glaube ich, nicht. Aber wir haben ein paar andere schöne Lackierungen. Es kamen mittlerweile auch diverse Mal Lackierungen dazu. Jetzt weiß ich zum Beispiel gar nicht. Das hier sieht zum Beispiel neu aus, aber ist mir viel zu hell. Ne? Mal gar nicht. Das hier ist auf jeden Fall neu. Ach, okay. Ist aber wirklich so komplett durchgeschwungen einmal. Schade. Macht sich natürlich mit dem Auflieger schlecht. Aber ich sehe gerade, so viele neue kamen mir gar nicht mit dazu. Ich dachte, ich hätte jetzt gedacht, dass durchs Tuning-Paket, durchs Tuning-DLC da jetzt noch ein paar mehr dazu gekommen sind. Na gut, das hat natürlich schon was. Ich glaube, ich bleibe tatsächlich einfach bei Lines of Reflect. Ich glaube, das gefällt mir tatsächlich doch am ehesten. Na. Ja, da bleibe ich doch bei dem. So, das heißt, unser Fahrerhaus können wir jetzt auch darauf ausrichten, indem wir zum Beispiel sagen, wir nehmen Blau. Gut, ich hätte gedacht, das ist ein bisschen mehr Blau. Ein bisschen mehr. Oh, nee, das sieht hässlich aus. Also sieht halt langweilig modern aus. Das ist so dieses typische 2000er-Style, wo alles versucht hatte, so glatt und plastisch zu wirken, weil Plastik modern war. Aber ich glaube, da bleib ich doch lieber bei dem hier. So, und jetzt kommt natürlich der spaßige Teil. Das hier alles. Oh Gott. Ich glaube, wir machen erst den Innenraum. Innenraum klingt gut. Navi brauchen wir nicht, haben wir eingebaut. Rückspiegel. Müssen wir eigentlich von außen betrachten, gell? Mit weiterem Spiegelding. Irgendwas sagt mir, dass diese vier Modelle einfach diese vier Modelle hier darüber sind und der für immer an der gleichen Position reingeklatscht wurde. Ich weiß nicht warum. Aber ich glaube ja. Wir gucken uns das Ding mal lieber von außen an. Wobei hier ist so viel Chrom, da kennt man eh nichts. Ne, also die hier sehen schon mal super hässlich aus. Ich glaube, ich bleibe einfach bei denen hier. Ja. So, Airfilter bis Lightbars. Sonder. Vortex. Ne. Cool. Da sind einfach mal anderthalb Lampen komplett verdeckt. Kann man machen. Aber schon, das ist immer noch gar nicht so verdeckt. Ich würde höchstens mit denen hier gehen. Die haben ein bisschen mehr Bling-Bling. Wobei ich nicht weiß, ob das was Gutes ist. Ich glaube mal hier so ein bisschen. Ne, also wenn sie leuchten, dann ist ja eh Lichtpunkte so. Aber solange wie sie ausgeschaltet sind, soll es auch nicht so viel Wert machen. Und das hier kollidiert ein bisschen mit dem Chromansatz. Ne? Das ist schon wieder ein bisschen zu fett. Da geht das Chrom zu sehr unter. Ne? Hier ist wieder eher so das Chrom im Vordergrund. Lackiert. Ja, moin.
Was gibt's denn hier? Lackiert, ne. So, wie die Front gehen wir mal in Fußgängermodus. Gucken wir mal, was hier eigentlich so abgeht. Das Wichtigste, erstmal der Kuhfänger. Ne, das ist eher nur die Wind, die Stoßstange. Ne, ist doch der gesamte Kuhfänger. Lol. Das ist mir zu kantig. Wer kauft denn sowas? Ne. Ne, da bleibe ich bei dem, den wir bereits haben. Der ist cool. Der sieht schnicker aus. Wenn du der Kuhfänger bist, was bist du denn? Achso, du bist unten das Label. Du bist der Kühlergrill. Wir haben einen V18. Haben wir? Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht, was ist das für einer? King to the Hall. Tja, keine Ahnung. Oh nein, es ist kein 15 Dingsabums da. 15 Zylinder. Sondern das steht für Volumen, Luft. Kubik. Glaube ich. Hoffe ich. I guess. So, hier sind so viele Punkte, man sieht gar nicht, was man hier eigentlich sehen möchte. Chrom. Ah. Okay. Ich glaube, der Klassik sieht immer noch am geilsten aus. Ich meine, wir könnten hier rüber reden. Aber sieht mir schon so wieder ein bisschen zu sehr nach Doom aus. Hier können wir schon eher drüber reden. Classic. Ah, oh, nee. Höchstens das. Ich glaube nämlich aber hier mal lieber so ein Mad Duck. Ja. Ah, Problem ist natürlich, die Lampen sind ja alle von dem Kühlergrill verdeckt. Die siehst du nicht wirklich. Ah, die könnten gehen, aber. Ne. Mal lieber nicht. So, haben die mit. Oh, die haben LED. Wumm. Sehr schnieke. Hello Black, hello. Also, Halogen. Wobei ich dachte, Standard ist Halogen. Also, was ist hier? Ich glaube, ich gehe mit denen. So, dann passend dazu hier mal gucken. Auch LED. Sehr geil. Orange Icon. Icon Red. Nee. Das schon eher, ja. So, gucken wir mal wegen hinten Beleuchtung. Mal schauen, was hier so alles gibt. Oh ja, auch ein paar mehr geworden. Eieiei. Modern sieht aber wieder super eklig aus. What the hell? Hm. Oh.
Auch komplett durchgezogen. Ja, ich glaube wirklich fast. Das hier oder das hier? Eins, also eher eins von den beiden. Der ist mir zu tief, sieht komisch aus. Ich glaube, ich nehme das. Oh, da oben blinkt es auch. Okay. Gut, hier die Lampen können wir alle nicht nehmen, weil, ja, aus Gründen. Long-LED, Hexe-LED, What the hell-LED? Ist der gibt's hier eigentlich? Ah ne, das sind die Auspuffe. Puffe? Puff, puff. Ich wollte eigentlich das Ding hier haben. Gibt's hier ein paar neue Sachen? Das ist mir zu viel Chrom. Das ist nicht gut. Das hingegen. Passt schon eher zu den LEDs. Wobei es halt insgesamt nicht wirklich geil aussieht. Ich glaube, bleib lieber bei dem hier. Okay. Doch, genau, das ist das, was ich hatte. Das brauchen wir nicht. Lampen. Oh. Deko-Lichter. Oh Gott. Ne, ich bleib bei dem. So, wenn wir schon mal ein bisschen auf schicki moderner gehen, können wir mal gucken, hier was so Räder angeht. Auch wenn ich da diesen klassischen Look mit diesen zwei Lüftungsdingern da eigentlich ganz geil finde. Können wir jetzt mal gucken, ob es die auch in gechromt gibt mittlerweile. Ne, natürlich nicht. Chrom gibt es nur mit diesen moderneren. Doch natürlich traurig. Das ist mir aber offen gesagt ein bisschen zu viel Chrom. Andererseits passt halt zu dem modernen Aufbau doch eher, ne? Hat es aber gehofft gesagt, Chrom gibt es dann auch mit den nur zwei Löchern. Aber gut, dann eben nicht. Mal gucken, ob wir irgendwelche schicken Mutter noch aufpacken können. Oh, hier kommen aber nicht viel dazu. Das glaube ich gleich nicht so früher nur gab's. Lol. Gut, sowas brauche ich nicht. Ne? Ne. Könnte man drüber reden. Das vielleicht. Vorne soll es das sein, wobei ich selbst damit nicht wirklich zufrieden bin. Ich meine, hier hinten könnte man ja fast mit den größeren Dingern gehen. Die hier gucken sie wenigstens nicht so weit raus. Aber wenn es nur hinten ist und vorne nicht, ist ja auch ein bisschen blöd. Ich meine, wenn es ein europäischer Truck wäre, dann würde ich sofort hier die Dinger nehmen. Aber es ist in Amerika, soweit ich weiß, ist das in Amerika immer noch nicht so sehr drin. Von daher. So. Gibt es denn hier mittlerweile ein bisschen mehr Blinky Blinky? Was ist das überhaupt? Also, Auftritte ja, ich weiß, aber hier hinten die Kisten.
Achso, damit der Platz hier besser genutzt wird, kann das sein? Dritte hinten auf die Fläche besser aufkommt, okay. Chrome Exclusive. Ich finde es halt gerade ein bisschen blöd. Ich finde es halt ein bisschen blöd. Ich hätte halt schon gerne das Style hier. Aber halt auf beiden Seiten. Ich weiß gar nicht, ist es das hier? Ja, das ist mir schon wieder ein bisschen zu dunkel. Oder wir nehmen halt doch was, das, was wir hatten. Und nehmen davon halt die Variante. Die hier. Rund ist schon am besten. Guck mal, gibt es größere Tanks. Ey, da können wir hier doch bei dem bleiben, was wir haben. Können wir hier einen größeren Tank nehmen. Ja, was muss denn noch entfernt werden? Nee. Normalerweise wird doch immer angezeigt, was entfernt werden muss. Oder? Nicht, dass er jetzt hier mal gesagt einen LKW umbaut. Das wäre ein bisschen schade. Aber ja, weiß hier, wenn es hier in der Mitte so ein bisschen freier bleibt, auch gar nicht mal so schlecht aussieht, ne? Ich glaube tatsächlich, ich lasse das so. Mit dem, was hier ein bisschen freier ist. Oh. Haben wir unten noch ein bisschen blinky blinky? Jawoll. So, ein paar Radkappen. Hm? Mhm, ja. Sieht doch von außen schon mal ganz schnicker aus. Gucken wir mal, was hier drin so abgeht. Also zuallererst die technische Unterhaltung. Hier liegt auf jeden Fall mein Laptop. Tablet. Der Laptop ist da hinten, denke ich mal. Oh, und der verliert nichts gegen Laptops. Was? Nein, wir wurden betrogen. Scheiße, jemand dann. So, hier erstmal. Genau. Oder mich. Gut, da liegt doch da das Tablet. Und dann ist hier der Laptop. Easy. Oh, Ultrabook. Hm. So, hier ist. Da ist die elektrische Kühlbox. Und dann packe ich hier einen Kasten Wasser hin. So. Ah, kommt gar nichts. Brauchen wir nicht. Classic. Achso, gut. Ich dachte jetzt, das ist auch rot. Hätte super zum LKW gepasst. Gut, das ist hier Welcome to America. Ein bisschen klassisch, ja, aber nicht zu klassisch. Sowas wie das hier zum Beispiel. Das ist doch. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. So. Schild. Nehmen wir jetzt. Oh, erstmal nicht. So. Mhm.
Nö. Weg der damit. So, hier kommt auch wieder unser Handy hin. Ganz klarer Fall. Hier brauchen wir erstmal zwei Dinger. Warum man das hier mal erstmal anklicken muss, statt hier direkt zwei Punkte reinzumachen. Oh, wir sind dumm. So, hier ist das gute Wasser. Und da kommt dann der gute Kaffeebecher rein. Easy. Oh, man kann mittlerweile das Ding auch zumachen. Aber nö, definitiv nicht. Ja, dann ist das doch so schon mal ganz, ganz geil. Dann kaufen wir den mal. Oh, dann müssen wir jetzt mal gucken, wo eigentlich unsere Garage ist. Müsste die hier sein, oder? Bam. Nice. Gut, und dann brauchen wir bloß noch, wobei jetzt mal in der nächsten Folge, einen Auflieger. Der auch zu dem Lackierung und so passt. Aber wie gesagt, das dann alles in der nächsten Folge. Bis dahin. Bis dann.